Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. I sa moje strane, dobro jutro. Ich freue mich, bei euch zu sein. Drago mi je što sam kod vas. Gestern Abend hatten wir schon eine gesegnete Zeit dort in der Gemeinde in Zrenjanin. Sinoć smo već imali jedno blagosloveno vreme u crkvi u Zrenjaninu. Und ich freue mich mit euch heute Morgen über Prophetie zu studieren. I radujem se što mogu ovog jutra sa vama da proučavam proročanstva. Prophetie ist eigentlich wichtig. Proročanstva su važna. Für unser persönliches Leben. Za naš lični život. Auch für uns als Adventgemeinde. A i za nas kao adventističku crkvu. Es gibt drei Gründe, warum, denke ich, Prophetie wichtig ist. Postoje tri razloga zašto su proročanstva važna. Erstens, meine Beziehung zu Gott wird vertieft. Prvo, naš odnos sa Bogom se produbljuje. Weil Gott in der Prophetie, gerade in Büchern Daniel Offenbarung und seinen Erlösungsplan offenbart. Jer Bog u svojim proročkim knjigama, posebno Danilu i Otkrivenju, nam objavljuje svoj plan spasenja. Und der Erlösungsplan offenbart Gottes Liebe zu uns. A plan spasenja nam objavljuje Božju ljubav. Und je mehr ich Gottes Erlösungsplan verstehe, desto mehr verstehe ich seinen Charakter, sein Wesen und desto mehr liebe ich ihn. I što više razumijem Božji plan spasenja, to bolje razumijem njegov karakter i njegovo biće i toga više volim. Zweitens ist Prophetie wichtig, damit wir wissen, warum wir Adventisten sind. Drugo, proročanstva su važna da znamo zašto smo mi adventisti. Wir haben unsere Identität als Adventgemeinde in der Prophetie. Naš identitet kao adventistička crkva mi imamo u proročanstvima. In Offenbarung 10 wird die Erfahrung unserer Adventbewegung beschrieben. U Otkrivenju 10 se opisuje iskustvo nas kao adventista na proročki način. In Offenbarung 12 haben wir die Kennzeichen der Advent, der Gottesgemeinde in der Endzeit. A u Otkrivenju 12 imamo obeležje Božje crkve u poslednjem vremenu. Und in Offenbarung 14 haben wir die Botschaft, die Gottes Endzeitgemeinde an diese Welt verkündigen soll. U Otkrivenju 14 imamo poruku koju adventistička crkva objavljuje ovome svetu u poslednje vreme. Deswegen ohne Prophetie wüssten wir nicht, wer wir sind und wozu wir da sind. Zato bez proročanstava mi ne znamo ko smo, ni kuda, zašto smo tu. Und drittens, Prophetie wird uns motivieren für die Mission. I treće, proročanstva će nas motivisati da budemo misionski aktivni. Wenn wir sehen, dass wir in der letzten Zeit leben, dann können wir nicht uns in die Ecke setzen und sagen, na ja, dann warten wir mal ab, bis alles geschieht. Ako vidimo u kojem vremenu živimo, ne možemo kažemo sve što je ovaj čošak ovde i sačekat ću da to sve proći. Sondern das wird uns ein Feuer in uns anzünden, dass wir hinausgehen und den letzten lauten Ruf verkündigen, den Gott uns aufgetragen hat. Nego to će nama zapaliti jednu vatru da odemo i da objavimo taj Božji poziv koji on upućuje na kraju vremena. Gut, unser Thema heute morgen, das erste Thema heute morgen ist biblische Zeitkonzepte, die letzte Generation. Znači prva naša tema jeste biblijski koncepti vremena, posljednja generacija. Die Frage ist, leben wir zur Zeit der letzten Generation vor Jesu Wiederkunft? Pitanje je, da li mi živimo u vreme posljednje generacije pre Isusovog dolaska? Ich habe die Frage oft gestellt in den Gemeinden, wenn ich hergehe und viele sagen, ja, das glaube ich schon. I kad to pitanje postavim po crkvama, mnogi kažu, pa da, verujem da je tako. Und wenn ich dann frage, warum glaubt ihr das? Kada ih pitam, a zašto to verujete? Dann sagen sie meistens, ja, die Zeichen der Zeit, so die Kriege und die Probleme und die ganzen Dinge, die es so gibt. Und oni kažu, pa znaci vremena, vidimo oko sebe ratove, zemljotrese i ostali znakovi. Dann sage ich, na ja, okay, das ist schon richtig, aber das ist noch kein Hinweis, dass wir die letzte Generation sind. Ja kažem, to je tačno, ali to nije pokazate da smo mi zaista u poslednjoj generaciji. Und vor 150 Jahren hatten sie auch schon Erdbeben und Katastrophen und Hungersnöte und das hat sich noch gesteigert und das war noch nicht die letzte Generation vor 150 Jahren. Jer pre 150 godina imali smo takođe glad i imali smo katastrofe i mnogo toga i to je sad još više izraženo, ali kako znamo smo u poslednjoj generaciji? Die Frage ist, ob wir Hinweise haben in der Prophetie, die uns zeigen, wann die letzte Generation beginnt. Pitanje je da li mi imamo neke znakove koje nam ukazuju u proročanstvima da smo mi deo poslednje generacije. Wir lesen Matthäus 24. Matej 24. Und dort Vers 34. 34. stih. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj ili generacija neće proći dok se ovo sve ne zbude. Das war eine Aussage Jesu bei der Endzeitrede. To je Isusova izjava u njegovom govoru o kraju. Die Frage ist, was meint Jesus damit, wenn er sagt, diese Generation oder dieses Geschlecht wird nicht vergehen?
pitanje je šta Isus misli sa tim kad kaže ova generacija ili ovaj rod neće proći. Ich habe für diesen Text vier Auslegungen gehört. Za ovaj tekst sam čuo četiri tumačenja. Einige Seiten meinten, das wäre die Generation zur Zeit Jesu, die Menschen, die zu seiner Zeit lebten. Neki kažu, to je onaj naraštaj koji je bio u vreme Isusa, koji su tada živjeli. Einige meinen, die Generation oder das Geschlecht der Menschheit generell, das Menschengeschlecht wird nicht vergehen. Neki kažu, to se misli generalno na kompletno čovečanstvo, čovečanstvo neće proći. Einige meinen, das wäre die jüdische Nation, die nicht vergeht, bis es geschieht. Neki misle, to je jevrejska nacija koja neće proći dok se to sve ne završi. Einige meinen, das wäre die letzte Generation, die noch dann lebt, wenn Jesus wiederkommt. A neki misle, da je to posljednja generacija koja živi tada kada će Isusa dođe. Die Frage, welche Auslegung ist jetzt richtig? Pitanje koje tumačenje je pravilno. Sollen wir abstimmen? Da li ćemo da glasamo? Ich glaube, das würde ich abstimmen, nicht unbedingt die Wahrheit herausfinden. Mislim da kroz glasanje baš nećemo baš sigurno da pronađemo istinu. Wie finden wir heraus, was damit gemeint ist? Kako ćemo saznati šta je Isus mislio? Wir müssen uns den Kontext anschauen. Moramo da pogledamo kontekst. Was sagt der Kontext? A šta kaže kontekst? Matthäus 24 haben eine Doppelauslegung. U Mateju 24 imamo duplo tumačenje. Erstens geht es um die Zerstörung Jerusalems. Ili duplu primjenu. Prvo je razorenje Jerusalima. Und zweitens geht es um Jesu Wiederkunft. A drugo je Isusov povratak. Die Zeichen der Zeit haben sich alle erfüllt, bevor Jerusalem zerstört worden ist. Ovi znakovi su se svi ispunili pre nego što je Jerusalim bio razoren. Und sie erfüllen sich vor Jesu Wiederkunft. I znakovi se ispunjavaju pre Isusovog dolaska. Und diese Doppelauslegung haben wir auch für Vers 34. I ovo duplo tumačenje imamo i za 34. stih. Das gilt erstens für die Generation zur Zeit Jesu. Prvo to važi za ljude u vreme Isusovo. Das heißt, Jesus sagt, bevor diese Generation zu Ende geht, wird Jerusalem zerstört werden. Isus kaže, pre nego što ova generacija prođe, Jerusalim će biti razoren. Frage, in welchem Jahr hat Jesus das gesagt? Koje godine Isus ovo rekao? Ihr dürft ruhig antworten. Možete da odgovorite. 30? 30, fast. Skoro. Das war vor der Kreuzigung. Direkt vor der Kreuzigung, richtig. Tako je, pre uspeća. Er ist ja zwei Kapitel später gekreuzigt worden, Matthäus 26, 27. Dve glave kasnije, razapet, 31. 31. 31 ist er gestorben. 31. je umro. Ja, 31. nach Christus. Gut, in welchem Jahr ist Jerusalem zerstört worden? Koje godine je razoren Jerusalim? 70, genau. Wie viel Zeit ist dazwischen, zwischen 31 und 70? Koliko imamo godine između? 39 Jahre. 39. Genau. Das heißt, Jesus sagt, und zwar damals galt eine Generation für 40 Jahre. Dakle, tada se računala jedna generacija 40 godina. Nicht von der Geburt bis zum Tod. Ne od rođenja do smrti. Sondern von 20 an, wo man anfing so für zu arbeiten und auch in der Gesellschaft mitzumachen. Nego se računalo od 20. godine kada počinjete da radite, da budete deo društva. Bis 60, von 20 bis 60, also 40 Jahre. Do 60. to je tih 40 godina. Und Jesus sagt, bevor eine Generation fertig ist, bevor 40 Jahre um sind, wird Jerusalem zerstört werden. Isus kaže, pre nego što prođe ta jedna generacija, Jerusalim će biti razoren. Hat sich genau erfüllt, 39 Jahre später wurde Jerusalem zerstört. I tačno se ispunilo 39 godina kasnije, Jerusalim je bio razoren. Von daher hat sich das erfüllt und bezogen auf die Zerstörung Jerusalems. Tako da to se ispunilo u svojoj primjeni na razorenje Jerusalima. Zweitens. Drugo. Das gilt auch für die letzte Generation vor Jesu Wiederkunft. To važi i za posljednju generaciju pre Isusovog povratka. Irgendwann wird es eine Generation geben, die Jesu Wiederkunft erleben wird. Mora da postoji neka generacija koja će doživjeti Isusov povratak. Die Frage ist nur, wann beginnt die? Ali samo je pitanje kada počinje ta generacija. Wenn Jesus da ist, dann wissen wir, es war die letzte. Kada Isus dođe, znamo da je to bila posljednja. Wissen wir es auch vorher? Ali da li to možemo da znamo i pre toga? Bevor wir die Frage beantworten, gehen wir ein bisschen in die Geschichte des Volkes Israel und der biblischen Geschichte. Pre nego što to pitanje odgovorimo, vratit ćemo se malo u istoriju izraelske nacije. Die Sintflut. Potop. Frage, hat Noah gewusst, dass die Sintflut in seiner Generation kommt? Pitanje, da li je Noe znao da će potop doći u njegovoj generaciji?
Er hätte ja auch die Arche bauen können und hätte ja sein können, dass er zwischendurch stirbt und dass seine Kinder oder Enkelkinder dann reingehen. Možda se moglo desiti da on izgradi onu svoju barku, a da onda on umre, pa da njegova deca ili unuci uđu u barku. Was meint ihr? Hat Noah gewusst, dass die Generationenflut in seiner Generation kommt? Šta mislite, da li je Noah znao da će za njegovo vreme doći potop? Ja oder nein? Da ili ne? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Ja. Gut, lesen wir mal nach in der Bibel. Hajde, pročitamo u Bibliji šta piše. 1. Mose 6, vers 18. 1. Mojsijeva 6, 18. 1. Mose 6, vers 18. 1. Mojsijeva 6, 18. Und zwar dieser Text, das ist etwas, was Gott ihm sagt, als er ihm einen Auftrag gibt, die Arche zu bauen. To je tekst koji se bavi time kada mu je Bog rekao da izgradi barku. Ali ću s tobom učiniti zavet svoj i ući ćeš u kovčeg ti i sinovi tvoji i žena tvoja i žene sinova tvojih s tobom. Hat Noah gewusst? Da li je Noah znao? Gott hat ihm schon 120 Jahre vorher gesagt, du wirst in die Arche gehen. 120 godina ranije Bog mu je rekao, ti ćeš ući u kovčeg. Also Noah wusste, die Sintflut kommt zu meinen Lebzeiten. Noah je znao, potop dolazi za vreme mog života. Hat Noah den Tag der Flut gewusst? Ali je Noah znao dan potopa? Nein? Nein. Wirklich nicht? Zaista ne? Na 100 Jahre vorher vielleicht nicht, aber hat es irgendwann vorher gewusst? Da, ali kažemo jedno 100 godina unapred nije znao. Da li je ikada znao kada će da uđe u kovčeg? Ja oder nein? Da ili ne? Als alle Tiere reinkamen. Okay. Aber hat es noch ein paar Tage gedauert, bis die Flut losging. Da, ali potrebao još par dana dok je počeo potop, je tako? Hat nicht genau gewusst. Hat nicht genau gewusst. Ist es damit verbunden, dass wenn Methusel stirbt, dass dann das Gericht kommt? Nein. Nein? Lesen wir. Ajde, pročitamo. 1. Mose 7. 7. glava, 1. Mojsijeve. Vers 1 und Vers 4. 1. stih, 4. stih. I reče Gospod Noju, uđi u kovčak ti i sav dom tvoj, ja te nađeh pravedna pred sobom ovoga veka. Jer ću do 7 dana pustiti daž na zemlju za 40 dana i 40 noći i istrebit ću sa zemlje svako telo živo koje sam stvorio. Hat Noah den Tag gewusst, wann die Flut kommt? Da li je Noja znao kog dana će doći potop? Wie viele Tage vorher? Koliko dana pre je to znao? 7 Tage. 7 Tage vorher. Gott sagt, von heute an in 7 Tagen kommt die Flut. Bog mu kaže, od danas pa 7 dana počinje potop. Also, Gott hat lange vorher gesagt, zu deinen Lebzeiten kommt die Flut. Dakle, Bog mu je mnogo unapred rekao, za vreme tvog života doći će potop. Und 7 Tage vorher sagt Gott, in 7 Tagen geht's los. A 7 dana unapred mu kaže, za 7 dana kreće. Warum hat Gott ihm das gesagt? A zašto mu je Bog to rekao? Wollte Gott ihm Angst machen? Da li je Bog želeo da ga uplaši? Er sollte vorbereitet sein. Tako je, da bude spreman. Und noch ein Grund. Ima još jedan razlog. Noah ging hinein in die Arche. Noah je ušao u barku. Gott macht die Tür zu. Bog zatvara vrata. Und jetzt sitzen sie dort. I sad sede oni tu unutra. Und nichts passiert. I ništa se ne dešava. Und die Menschen sagen, ja, seht ihr, haben wir da gleich gewusst. A ljudi kažu, eto vidite, znali smo mi to odmah. Aber Noah wusste, wir müssen 7 Tage warten. Ali Noah je znao, moramo da čekamo 7 dana. Übrigens, das ist ein Typus für die Endzeit. I to je jedan tip ili tipologija za poslednje vreme. Als Gott die Tür zumachte, war die Gnadenzeit für die Menschen zu Ende. Kada je Bog zatvorio vrata, vreme milosti je bilo završeno. Die draußen waren, konnten nicht rein, die drinnen waren, konnten nicht mehr raus. Oni koji su bili napolje više nisu mogli da uđu unutra, niti oni koji su bili unutra nisu mogli više napolje. Und erst 7 Tage später kam das Gericht. A 7 dana kasnije dolazi sud. So wird es am Ende auch sein, dass die Gnadenzeit zu Ende sein wird, bevor Jesus wiederkommt. Tako će i na kraju vremena biti da će vreme milosti se završiti pre nego što bude kraj. Also nochmal, das Prinzip, Gott sagt nicht nur was geschieht, er sagt auch wann es geschieht. Dakle, još jedan put princip, Bog ne kaže samo šta će se desiti, nego i kada će se to desiti. Lange vorher, die letzte Generation.
Und ein paar Tage vorher Tag und Stunde. Dugo unapred poslednja generacija, par dana pre toga dan i čas. Nächstes Beispiel. Sljedeći primjer. Der Auszug aus Ägypten. Izlazak iz Egipta. Haben die Israeliten gewusst, welche Generation aus Ägypten ausziehen wird? Da li su Izraelci znali koja će generacija izaći iz Egipta? Ja. Doch. Woher? Odakle? Abraham wusste, dass 400 Jahre ja. vergehen. Gott hat es Abraham schon offenbart. Ja, Bog je to otkrio Avramu. 1. Mose 15. Prva Mojsijeva 15. Vers 13 und 14. 13. i 14. stih. I Gospod reče Avramu, znaj da celo, za celo, da će seme tvoje biti došljaci u zemlji tuđoj, pa će joj služiti i oni će ih mučiti 400 godina. Ali će suditi i narodu kojemu će služiti, a posle će oni izaći s velikim blagom. Ja, Gott hat Abraham gesagt, lange vorher, dass sie 400 Jahre in Ägypten sein sollen und danach werden sie ausziehen. Diese Generation wird dann ausziehen. Dakle, mnogo napred, Bog kaže Avramu, oni će biti u toj zemlji 400 godina, a onda će izaći. Es waren dann am Ende 430 Jahre. I na kraju 430 godina. Aber die Generation, die nach genau 400 Jahren lebte, die ist ausgezogen. I znači bilo je na kraju 430 godina, ali ta generacija koja je 400 godina tamo bila, ona je i izašla. Nächste Frage. Haben die Israeliten gewusst Tag und Stunde, wann sie ausgezogen sind? Drugo pitanje. Da li su Izraelci znali dan i čas kada će izaći? Nein. Nein? Wirklich nicht? Zaista ne. Ja, die haben es später erfahren, wenn Moses gesagt hat, wann ja, sie richtig. Ausziehen. Gott hat ihnen nicht 100 Jahre vorher gesagt, wann der Tag und Stunde ist. Tako je, znači Bog im nije 100 godina unapred rekao kada je dan i čas, kada će izaći. Hat Gott denn vorher, kurz vorher was gesagt, wann sie ausziehen? Da li je Bog nešto kratko unapred rekao kada izlaze? Doch, als das Lamm geschlachtet wurde und also das erste Passa. Okay, sie sollten das Passa machen? Dobro, Pascha je trebala da se obavi. Ja. Dann wurden die Erstlinge getötet. Ja, die Erstlinge wurden getötet. Man, die sind dann ausgezogen. Aber haben sie denn vorher gewusst, dass sie dann ausziehen werden? Da su izašli. Ali da su unapred znali da će izaći? Schon, die wussten nicht die genaue Sekunde. Okay, sie sind auch, war auch nicht eine Sekunde. So ein Auszug dauert schon ein paar Stunden. Pa, izlazak i ne traje baš jednu sekundu, nego više sati. Gut, wir lesen. Da pročitamo. 2. Mose 12. 2. Mojsijeva 12. 2. Mose 12 und da einige Verse. Verse 1 bis 3, 6, 12 und 17. Imamo tu više stihova, znači od 1 do 3. I reče Gospod Mojsiju i Aronu u zemlji Misijskoj govoreći, ovaj mesec, da vam je početak mesecima, da vam je prvi mesec u godini, kažete svemu zboru Izrailjevu i recite 10. dana ovog meseca, svaki neka uzme jagnje ili jare po porodicama po jedno na dom. Onda 6, 12, 17. I čuvajte ga do 14. dana ovog meseca, a tad sav koliki zbor Izrailjev neka ga zakolje uveče. Ja ću proći po zemlji Misijskoj tu noć i pobiću sve prvence u zemlji Misijskoj od čoveka do živinčeta i sudit ću svim bogovima Misijskim ja, Gospod. 17. I držite dan presnih hlebova, jer u taj dan izvedoh vojske vaše iz zemlje Misijske, držite taj dan od kolena do kolena zakonom večnim. Wie viele Tage vorher haben Sie gewusst, wann Sie ausziehen? Koliko dana su napred znali? 14 dana. 14 Tage. Genau. Gott sagt, von heute an, in 10 Tagen sollt ihr euch ein Lamm aussuchen. Tako je. Znači, Bog kaže, sada, od ovog dana, za 10 dana, treba izaberete jagnje. Sollt ihr es 4 Tage aufbewahren. Čuvati ga 4 dana. Und in der Nacht von 14. auf den 15. Tag, dort kommt das Passamal und dann werdet ihr ausziehen in der Nacht. I u toj noći, sa 14. na 15. dan, dolazi Pascha i onda sljedeći dan ćete izaći. Gott hat es gesagt, damit sie sich vorbereiten können. Bog je to rekao da bi se oni mogli pripremiti. Denn so ein Auszug braucht Vorbereitung. Jer takav izlazak zahteva pripremu. Also Gott sagt wieder, lange vorher die letzte Generation.
Bog već dugo unapred najavljuje posljednju generaciju. Und 14 Tage vorher sagt er Tag und Stunde, wann sie ausziehen. A 14 dana unapred kaže dan i čas kada će izaći. Der Einzug in das Kanaan. Ulazak u Kanaan. Haben die Israeliten gewusst, welche Generation in Kanaan einziehen wird? Da li su Izraelci znali koja generacija će ući u Kanaan? Fakt niemand mehr Nein zu sagen, ne? Ja, jetzt ist das klar. Kaže, niko više neće da kaže ne, sad je već jasno, treba reći da, jel? Woher haben Sie gewusst, welche Generation einziehen wird? Kako su znali koja generacija će da uđe? Wir lesen. 4. Mose 14. 4. Mojsijeva 14. 29 bis 34. 29 do 34. U ovoj će pustinji popadati mrtva telesa vaša i svi između vas koji su izbrani u svem broju vašem od 20 godina i više, koji vikaste name. Nećete ući u zemlju za koju podigav ruku svoju zaklekse da ću vas naseliti u njoj, osim Haleva, sina Jefonina i Isusa, sina Navina. A decu vašu za koju rekoste da će postati roblje, njih ću odvesti i oni će poznati zemlju za koju vi ne marite. A vaša telesa mrtva će popadati u ovoj pustini. A deca vaša bit će pastiri pod pustinji 40 godina i nosit će kar za preljube vaše dokle ne ispropadaju telesa vaša u pustini. Po broju dana za koje uhodiste zemlju 40 dana, na svaki dan po godinu nosit ćete grehe svoje 40 godina i poznat ćete da sam prekinuo s vama. Eigentlich hätten sie gleich hineingehen sollen in das Land Kanaan. U stvari trebalo je odmah da uđu u Kanaan. Aber sie haben einen Aufstand gemacht und wollten nicht. Ali napravili su pobunu, nisu hteli. Und dann sagt Gott, okay, 40 Jahre extra durch die Wüste. A onda Bog kaže u redu, onda još 40 godina po pustinji. Und hier sehen wir übrigens eine Generation, 40 Jahre. Ovdje opet vidimo jedna generacija 40 godina. Sagt die Generation, die jetzt gemurrt hat, wird nicht reinkommen, aber eure Kinder, die nachkommende Generation, die wird hineinkommen. Ova generacija koja se sada bunila, ona neće ući, ali vaša deca, oni će da uću. Sie wussten also, welche Generation nach 40 Jahren denn hineinkommen wird. Oni su znali koja generacija, dakle, nakon 40 godina će da uđe. Haben die Israeliten gewusst, an welchem Tag sie in Kanaan einziehen werden? A da li su Izraelci znali kog dana će da uđu u Kanaan? Wie viele Tage vorher? Koliko dana unapred? Wann haben Sie den Kanaan, den Fuß draufgesetzt auf das Land? Kada su stavili svoju nogu na Hanansko tlo? Lesen wir. Hajde pročitamo. Josua 1, Vers 11. Isus Navin 1:11. Sie lagerten am Jordan. Kampovali su na obali Jordana. Und jetzt sollten sie über den Jordan hinein rübergehen. I sad su trebali da pređu Jordan. Prođite kroz oko i zapovedite narodu govoreći spremite sebi brašnjenice jer ćete do tri dana preći preko Jordana da uđete i uzmete zemlju koju vam Gospod Bog vaš daje u nasljedstvo. Gott sagt hier nicht nur, dass sie über den Jordan gehen werden, sondern in dem Moment, wo sie hinübergehen, werden sie auch das Land einnehmen. Bog ovdje ne kaže samo da će preći preko Jordana, nego da će tada i zauzeti tu zemlju. Die Frage, wie viele Tage vorher haben Sie es gewusst? Koliko dana unapred su znali to? Drei Tage. Drei Tage vorher, ganz genau. Tako je. Warum sagt Gott Ihnen das gesagt? Zašto im je Bog to rekao? Damit Sie sich vorbereiten können. Da bi se mogli pripremiti. Ja. Ja, Gott hat wieder lange vorher die letzte Generation gesagt und drei Tage vorher Tag und Stunde. Ponovo, Bog je dugo unapred rekao koja će biti poslednja generacija i onda im je rekao koji dan, tri dana unapred. Die Zerstörung Jerusalems durch Babylon. Sljedeći primjer, razorenje Jerusalima od strane Babilona. Haben die Israeliten gewusst, welche Generation die Zerstörung Jerusalems erleben wird? Da li su Izraelci znali koja generacija će doživjeti razorenje Jerusalima? Ja. Es gab viele Propheten, die haben immer gesagt, Jerusalem wird zerstört werden. Da, bilo je puno proroka koji su rekli, Jerusalim će biti razoren. Schon hunderte von Jahre vorher. Već stotinama godina unapred. Welcher Prophet hat gesagt, jetzt geschieht's, in euren Lebzeiten? Koji prorok je rekao, sad će da se desi za vreme vašeg života? Jeremija. Jeremija. Jeremija 16, Vers 9. Jeremija 16, 9.
Jer ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraeljev, evo ja ću učiniti da na ovom mestu pred vašim očima i za vaših dana ne bude glasa radosna, ni glasa vesela, glasa ženikova, ni glasa nevestina. Er sagt, zu euren Lebzeiten wird Jerusalem zerstört werden. Kod njih u prevodu piše, za vreme vašeg života, Jerusalim će biti razoren. Kod nas kaže za vreme naših dana, vaših dana. Wie lange es noch ging, steht hier nicht, aber zu euren Lebzeiten. Sagt er. Koliko će još to da traje, nisu znali, ali za vreme vašeg života. Tag und Stunde haben wir hier nicht überliefert. Ovde nemamo dan i čas. Vielleicht hat Gott es auch gesagt, aber wir finden keinen Text in der Bibel. Mi to nemamo u Bibliji, možda je to Bog rekao, ali nemamo zapisa. Falls ihr einen findet, könnt ihr mir gerne sagen, dann würde ich hier reinpassen dann. Ako vi nađete, recite mi, pa će to onda ovde da paše. Gut, das nächste Beispiel. Sljedeći primjer. Zerstörung Jerusalems durch die Römer. Razorenje Jerusalima od strane Rimljana. Haben die Einwohner Jerusalems gewusst, welche Generation die Zerstörung Jerusalems erleben wird? Da li su stanovnici Jerusalima znali koja generacija će doživjeti razorenje grada? Den Text haben wir schon gelesen. Čitali smo već taj tekst. Matthäus 24, 34. Matej 24, 34. Wo Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis es geschieht. Gde Isus kaže, ovaj naraštaj neće proći dok se to ne desi. Das heißt, bevor 40 Jahre sind, wird Jerusalem zerstört werden. Drugim rečima, pre nego što prođe 40 godina, Jerusalim će biti razoren. Das waren dann 39 Jahre, bis es geschah. To je bilo 39 godina pre nego što se to desilo. Haben die Einwohner Jerusalems ein Fluchtzeichen gehabt? Da li su stanovnici Jerusalima imali znak da pobegnu iz grada? Was war das Fluchtzeichen? Koji je to bio znak za bežanje? Das Gräuel der Verwüstung. Gräuel der Verwüstung. Mrzlost opuštenja. Lesen wir Matthäus 24. Matej 24. Vers 15 bis 18. Matej 24 od 15 do 18. Kadakle udate mrzlost opuštenja o kojoj govori prorok Danilo gde stoji na mestu svetom koji čita da razume, tada koji budu u Judeji neka beže u gore i koji budu na krovu da ne silaze uzeti što mu je u kući i koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje. Ja, wenn das Gräuel der Verwüstung da ist, dann sollen sie fliehen. Dakle, kada vide mrzlost opuštenja, trebaju da beže. Was ist das Gräuel der Verwüstung? A šta je ta mrzlost opuštenja? Der Schlüssel finden wir in Lukas. Lukas 21, 20 und 21. Odgovor na to pronalazimo u Luki 21. glavi. Luka 21, 20 i 21. A kad vidite da Jerusalim opkoli vojska, onda znajte da se približilo vreme da opusti. Tada koji bude u Judeji, neka beži u gore i koji budu u gradu, neka ne izlaze na polje i koji su na polju, neka ne ulaze u njega. Wir haben drei Kapitel, die parallel sind, die alle über die Zeichen der Zeit sprechen. Imamo tri poglavlja koja su paralelna, koja sva tri govore o znacima vremena. Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Matej 24, Marko 13 i Luka 21. Und dieser Text hier ist ein Paralleltext zu dem Matthäus 24, den wir vorher gelesen haben, über das Gräuel der Verwüstung. Ovaj tekst je paralelan sa onim tekstom koji imamo u Matej 24 i koji govori o mrzlosti opuštenja. Und hier sagt Jesus, wenn ihr seht, dass Jerusalem von einem Herr belagert wird, das ist das Fluchtzeichen. I ovdje Isus kaže, kada vidite da Jerusalim opkoli vojska, tada znate da trebate da bežite. Und so war es auch, im Jahre 68 wurde Jerusalem belagert von den Römern. I tako je bilo, 68. godine Jerusalim je bio opkoljen. Die Römer sind abgezogen. Rimljani su se povukli. Die Christen haben das als das Zeichen gesehen, was Jesus gesagt hat, und sind aus der Stadt rausgeflohen. Hrišćani su to prepoznali kao znak koji im Isus dao, izašli su iz grada. Die Juden sagten, ja, Gott ist mit uns, seht ihr, wir sind das heilige Volk und die Römer kommen nicht wieder, Gott hat uns gerettet. A Jevreji su rekli, mi smo Boži narod, vidite, ovo je znak, Rimljani su se povukli, neće više ni da dođu, mi smo spašeni. Die Christen sagten, nein, das ist das Zeichen, dass Jerusalem zerstört wird. A Hrišćani su rekli, ne, to je znak da će Jerusalim biti razoren. Die Christen sind geflohen. I Hrišćani su pobegli. Die Römer kamen zurück. Rimljani su se vratili. Und haben 70 nach Christus die Stadt und die Einwohner platt gemacht. Ja. I 70. godine nakon Hrista, oni su potpuno uništili grad i pobili stanovnike. Ja, wir können also sehen, Gott sagt immer zwei Zeitangaben voraus. Dakle, vidimo da Bog daje dva vremenska podatka.
Die letzte Generation, sagt er, lange vorher. On najavljuje posljednju generaciju mnogo unapred. Und Tag und Stunde, sagt er kurz vorher. A dan i čas kaže kratko unapred. Und hier haben wir auch am Ende auch noch ein Fluchtzeichen. I onda na kraju ovdje imamo i znak za bežanje. Das haben wir bei der Sintflut gesehen, beim Auszug aus Ägypten, beim Einzug ins Land Kanaan. To smo videli prilikom potopa, nakon izlaska, ulaska u Kanaan i was war das? Einzug ins Land Kanaan und Ulazak, izlazak iz Egipta. Und bei der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier, Zerstörung Jerusalems durch die Römer. I prilikom razorenja Jerusalima od Vavilonjana i od Rimljana. Das ist immer das gleiche Prinzip. Uvijek je isti princip. Und jetzt kommt die Frage. Sad imamo pitanje. Wenn Gott das immer so gemacht hat in der Geschichte. Ako je to Bog uvijek tako radio kroz historiju. Könnte es sein, dass Gott das auch bei seiner Wiederkunft so macht? Da li je moguće da će to Bog tako učiniti prilikom svoga povratka na zemlju? Dass Gott uns die letzte Generation zeigt. Da nam Bog pokaže kada je posljednja generacija. Uns ein Fluchtzeichen gibt. Da nam da znak za bežanje. Und uns Tag und Stunde sagt. I onda da nam kaže i dan i čas. Die drei Dinge wollen wir uns jetzt einmal hintereinander anschauen. Pogledat ćemo ove tri stvari jednu po jednu. Zum ersten, die letzte Generation. Prvo, posljednja generacija. Daniel 2. Druga glava, Danila. Wir kennen das Standbild mit den verschiedenen Metallen. Poznajemo ovaj kip sa različitim metalima. Wir haben hier Gold, Silber, Kupfer, Eisen. Mi ovdje imamo zlato, srebro, med i gvožđe. Und dann, das sind die Reiche Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Babylon, Medo-Persia, Grčka, Rim. Das kennt ihr alles. To znate. Das wollen wir jetzt nicht wiederholen. To nećemo ponavljati. Wir gehen zu den Füßen und zählen. Idemo na stopala. Die sind jetzt wichtig. Oni su važni. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt Ako mal auf. Ako imate Bibliju, otvorite. Daniel 2, das ist jetzt wichtig. Danilo 2, to je sad važno. Dort lesen wir Verse 41 bis 44. I tu čitamo od 41. stiha pa nadalje. I što prsti u nogu bejahu koje od gvožđe, koje od kala, carstvo će biti nešto jako, nešto trošno, pre toga. A što si video stopala i prste koje od kala lončarsko koje od gvožđa, bit će carstvo razdeljeno, ali će biti u njemu tvrđe od gvožđa jer si video gvožđe pomešano s kalom lončarskim. 41 bis 44, ja? Ok. I što prste u nogu bejahu koje od gvožđa koje od kala, carstvo će biti nešto jako, nešto trošno, a što si video gvožđe pomešano s kalom lončarskim, to će se oni pomešati s semenom čovečijim, ali neće prionuti jedan za drugoga, kao što se gvožđe ne može smešati s kalom, a u vreme tih careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se doveka neće rasuti i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu. Ono će satrati i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati doveka. Ja, wir hatten vorher vier Metalle. Imali smo pre toga četiri metala. Und jetzt kommt kein weiteres Metall. I sad ne dolazi neki drugi metal. Hier kommt Ton. Dolazi glina. Was bedeutet der Ton? Šta znači glina? Eigentlich steht hier Töpferton im Grundtext. U tekstu piše lončarska glina. Jeremia 18, Vers 6. Jeremia 18:6. Dort sagt Gott, was der Töpferton bedeutet. I tu Bog objašnjava šta znači ta glina lončarska. Ne mogu li činiti od vas kao ovaj lončar dome Izraeljev, govori Gospod, gle kao što je kao ili glina u ruci lončarovoj, to ste vi u mojoj ruci dome Izraeljev. Ja, das heißt Gott sagt, ich bin der Töpfer und ihr vom Hause Israel seid der Ton. Dakle, Bog kaže, ja sam lončar, a vi ste kao dom Izraeljev glina. Der Ton, der Töpferton bedeutet Gottes Volk. Ta lončarska glina znači narod Božji. Das heißt, das Eisen, Metall ist eine weltliche Macht. Što bi značilo, željezo je jedna svetovna moć. Der Ton ist eine religiöse Macht. A glina je verska sila. Und das hat auch Ellen White bestätigt in Adventist, im ABC. A to je Ellen White potvrdila u svojoj knjizi ili u komentaru. Da sagt sie, wir haben die Zeit erreicht, in der Gottes heiliges Werk durch die Füße des Standbildes dargestellt wird, in dem Eisen mit schlammigen Ton vermengt war. Ona kaže, mi smo dosegnuli vreme u Božjem svetom delu koje je predstavljeno kroz stopala kipa u kojem se željezo
pomešalo sa prljavom glinom ili onom, da, prljava glina. Die Vermengung von Kirche und Staat wird durch die Vermengung von Eisen und Ton dargestellt. Mešanje crkve i države kroz mešanje željeza i gline je predstavljeno. Wir haben jetzt vier Verse gelesen eben. Upravo smo pročitali četiri stiha. Und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen Exegese betreiben. I evo sad malo se bavimo exegesom. Das heißt, wir gehen in den Text und gucken uns das ein bisschen genauer an. Malo ćemo detaljnije da posmatramo tekst. Ich habe hier eine Tabelle gemacht und wir gucken uns bei jedem Vers an die Körperteile, das Material und die Beschreibung. Pogledat ćemo u svakom stihu delove tela, materijal i opis. Welche Körperteile werden in Vers 41 erwähnt? Koji delovi tela se opisuju u 41. stihu? Was meint ihr? Müsst ihr in den Text reingucken? Steht in der Bibel drin. Pogledajte u tekst, piše tačno u Bibliji. Wir können nicht Prophetie studieren, ohne die Bibel in der Hand zu haben. Das funktioniert nicht. Proročanstvo ne možemo proučavati ako ne gledamo tekst. Ja, wir sollten die Bibel dabei haben. Okay, Füße und Zehen. Füße und Zehen, jawohl. Tako je, stopala i prsti. Ja. Vers 42, welche Körperteile werden hier erwähnt? A u 42. stihu, koji delovi tela se spominju? Nur Zehen. Nur die Zehen, ja. Tako je. Das heißt, wir sehen, dass wir hier einen Wechsel haben. Vidimo ovdje jednu promjenu. Man kann daraus sehen, dass wir hier nicht eine Beschreibung haben, generell in diesen vier Versen von diesem letzten Reich. I ovdje možemo vidimo generalno opis ovog posljednjeg carstva. Und hier findet ein Wechsel statt von den Füßen zu den Zehen. Dakle, uglavnom vidimo promjenu od stopala na prste. Das heißt, wir haben hier innerhalb des Reiches einen zeitlichen Fortschritt. Dakle, imamo neki vremenski protok kroz ovo. Vers 43, welche Körperteile? 43. stih, koji delovi tela? Der Samen, die Menschen. Das sind keine Körperteile vom Standbild. To nisu delovi tela od kipa. Hier werden keine mehr erwähnt. Nema, ovdje ne spominju se više. Wenn keine neuen erwähnt werden, heißt das, dass das, was im vorigen Vers steht, weitergeht. Ako se ne spominju novi, znači ono iz prethodnog stiha se nastavlja. Das heißt, das sind die Zehen. Znači, to su prsti. Das gleiche in Vers 44 werden keine Körperteile mehr erwähnt. Isto u 44. stihu ne spominju se delovi tela. Deswegen sind wir auch noch bei den Zehen. Onda smo još kod prstiju. Material. Material. Vers 41. 41. stih. Welches Material wird hier erwähnt? Welche Materialien? Koji materijali se spominju? Eisen. Eisen und? I? Glina. Eisen und Ton. Ton. Vers 42. Welche Materialien? 42. stih. Koji materijali? Dasselbe. Das gleiche. Eisen und Ton. Übrigens interessant ist, dass der Ton in den verschiedenen Versen verschieden beschrieben wird. Zanimljivo je da ova glina u različitim stihovima se različito opisuje. Einmal heißt es Töpferton. Jednom imamo glinu lončarsku. Einmal heißt es schlammiger Ton. A drugi put je to ta prljava glina. Und einmal heißt es nur Ton. A jedan put je samo glina. Und dieser Wechsel hat auch eine Bedeutung, aber das kommen wir nachher drauf. I ta promjena isto ima određeno značenje, ali o tome ćemo malo kasnije. Vers 43, welche Körperteile? 43. Stih, koji materijali? Materijalien? Ja, materijalien, ja. Ja. Wieder das auch wieder Eisen und Ton, ganz genau, richtig. Und Vers 44 wird es nicht erwähnt, aber da haben wir auch wieder die Eisen- und Tonkönige. U 44. stihu se ne spominje, ali tu opet imamo te gvožđe i glina careve. Ja. Und wir hatten vorhin gesagt, an der Bedeutung her, Eisen und Ton bedeutet Staat und Kirche. A ranije smo već rekli, kada se meša gvožđe i glina, to je znači država i crkva. Ja. Gut, bis jetzt sieht das Ganze noch ein bisschen alles ähnlich aus. Za sada sve izgleda prilično slično. Aber jetzt gehen wir in die Beschreibung. A sada idemo na opis. Und da haben wir in jedem Vers eine andere Beschreibung, was mit diesem Reich ist. I u svakom stihu imamo drugačiji opis šta se tu u stvari dešava. Vers 41. 41. stih. Eine Frage? Da li studija na tamo
značenje. Da. Ok, also die Beschreibung, Vers 41. Dakle, opis, 41. stih. Was steht hier im Text? Šta piše u tekstu? Biće carstvo razdeljeno. Genau. Es zerteilt. Genau. Im Grundtext steht hier eigentlich, es ist gespalten. Ich weiß nicht, wie es steht. Ja, ziemlich so. Ja, genau. Und zwar, gespalten heißt, es ist in zwei Teile gespalten. Ovo znači, znači podeljeno na dva dela. Wenn ich einen Holzscheit habe und ich spalte das, dann habe ich in der zwei Holzscheite. Ako imam komad drveta i podelim ga, to dobijam dva dela. Jetzt kommt eine ganz wichtige Frage. Sada imamo bitno pitanje. Das Zerteilen. Bezieht sich die Zerteilung auf die Körperteile, Füße und Zehen oder aufs Material, Eisen und Ton? Da li se ova podela odnosi na delove tela, znači na stopala i na prste, ili se odnosi na gvožđe i glinu? Šta je podeljeno? Eisen und Ton. Eisen und Ton, ganz klar. Der Text sagt, weil du gesehen hast, dass das Eisen und Ton besteht, heißt, es wird in zwei Teile gespalten. Jest, tekst je vrlo jasan, kao piše, što si video da je od kala lončarskog, koji je od gvožđa, bit će carstvo razdeljeno. Znači, odnosi se na to. Wir haben früher in unserer Auslegung die Zerteilung meistens auf die Zehen bezogen. Mi smo ranije često primjenjivali to na prste. Wir haben gesagt, das hat sich auf die, in die zehn Zehen geteilt. Kažemo, podelilo se na deset prstiju. Aber es steht im Text nicht drin. Ali to u tekstu ne piše. Der Text sagt eindeutig, es bezieht sich aufs Material. Tekst jasno kaže da se to odnosi na materijal. Das heißt, es zerteilt in Eisen und Ton in Staat und Kirche. Dakle, podeljeno je na gvožđe i na glinu, a to je država i crkva. Vers 42. 42. stih. Was ist die Beschreibung? Koji je opis? Stark, schwach. Okay. Tako je, jako i trošno ili stark, slabo. Wieder die Frage, bezieht sich stark und schwach auf die Körperteile oder aufs Material? Opet pitanje, da li se to odnosi na delove tela ili na materijal? Aufs Material. Material. Ja. Früher haben wir auch stark und schwach auf die Körperteile bezogen. Mi smo ranije to često primjenjivali na delove tela. Martin Luther, da habe ich noch ein Bild gesehen von dem Daniel II Statue zu seiner Zeit. Und da hat man gesehen, wie auf dem großen Zeh Germania stand, auf den kleinen Zehen standen andere europäische Staaten mit von starken und schwachen Reichen. U vrijeme Martina Lutera imamo jednu sliku ovog kipa iz druge glave i onda su oni recimo na velikom prstu, na nožnom palcu, napisali Germania, a na nekim drugim neke druge carstva, pa su rekli ovo je jako carstvo, ovo je slabo carstvo i tako. Seit früher hat man stark und schwach auf die europäischen Mächte, auf die zehn Zehen bezogen. Dakle, pre se to primjenjivalo na evropske sile, dakle na tih deset prstiju. Aber der Text sagt das nicht. Ali tekst to ne kaže. Der Text sagt, dass stark und schwach sich auf die Körper, auf die Materialien bezieht. Slabo i jako se odnosi na materijale. Nämlich weil Eisen stark ist und Ton schwach ist, ist dieses Reich auch stark und schwach. Naime, pošto je gvožđe jako, a glina je slaba, onda je ovo carstvo jako i slabo. Es bezieht sich also auf Staat und Kirche. Dakle, odnosi se na crkvu i državu. Vers 43. 43. stih. Was ist die Beschreibung? Koji je opis? Vermischt, ja. Tako je pomešano. Ja. Im Grundtext steht hier übrigens nicht das vermischt, sondern eigentlich zusammengeklebt, wie mit Klebstoff. U originalu ne piše pomešani, nego zajedno slepljeni, kao da ih nečim pokušate slepiti. Und hier steht im Grundtext steht ja durch Luther sagt durch heiraten vermischt, aber im Grundtext steht hier durch den Samen der Menschen vermischt. Dakle, u tekstu piše, kod Lutera piše kroz venčanja, ali u stvari ovde kroz ženitbu, a ovde piše kroz seme čovečije u originalu. Und Samen der Menschen ist ein Terminus technicus für Bündnisse. A seme čovečije je jedan tehnički termin za saveze koji se sklapaju. Wieder die Frage, bezieht sich die Vermischung auf die Körperteile oder das Material? I opet pitanje, da li se ovo mešanje odnosi na delove tela ili na materijal?
Material, genau. Das heißt, weil Eisen und Ton vermischt werden sollen und das sich nicht mischen lässt. To znači, pošto željezo i glina se pokušavaju pomešati, ali se oni ne mogu pomešati. Vers 44. 44. Stih. Was wird hier gesagt? Šta se ovde kaže? Was geschieht hier mit dem Reich? Šta se dešava ovde sa carstvom? Das himmlische Reich wird nicht mehr wird nicht vergehen. Vergehen. Ja, und das, wenn das himmlische Reich kommt, wird das andere zerstört. Ja, kada nebesko carstvo dođe, onda ovo drugo biva razoreno. Ja. Und das zerstört bezieht sich auch wieder auf Eisen und Ton wird zerstört, Staat und Kirche. I ponovo to označava željezo i glinu, dakle crkva i država spojit će se razoriti. Interessant ist übrigens, in Vers 41 wird auf die Anzahl der Reiche drüber gesprochen. U 41. Stihu se govori o broju carstava. Vorher hatten wir immer Reiche gehabt, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, wo immer eine Einigkeit da war. Pre smo imali carstva u kojima je poslao jedinstvo, Babylon, Rim, šta god. Und hier haben wir jetzt zwei verschiedene. Ovdje imamo dva različita. Sind zwei Materialien, also haben wir auch zwei Teile in diesem Reich. Dakle, dva materijala, dva dela ovog carstva. In Vers 42 geht es um die Beschaffenheit der Materialien. U 42. Stihu se radi o osobinama tog materijala. Eisen ist stark. Gvožđe je jako. Und Ton ist ein schwaches Material. A glina je slab materijal. Deswegen ist auch das Reich stark und schwach. Zato je i carstvo jako i slabo. Vers 43. 43. Stih. Geht es um die Beziehung der Materialien zueinander. Radi se o odnosu materijala jedan prema drugome. Man versucht sie zusammen zu kleben. Pokušava ih se zajedno stopiti. Aber es hält nicht. Slepiti, ali ne drži to tako. Eine Frage? Pitanje? In Vers 41 heißt es. Mhm. 41, mhm. Also doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, ja. Wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Wird vielleicht doch eine Vermengung passieren, zusammenkleben? Ja, natürlich, es ist richtig. Hast du vollkommen recht. Da, upravo si jeste. Die Vermengung und die Härte wird hier schon angedeutet. Mešanje i tvrdoća se ovdje već najavljuje. Das heißt, die Härte, die nach Vers 42 kommt, haben wir hier schon drin. In welchem Vers? So, wir haben es 41 gelesen und da wird die Härte von Vers 42 schon... Da, ova tvrdoća iz 42. stiha se već ovdje najavljuje. Und die Vermengung von Vers 43 wird auch schon angedeutet. I ovo mešanje iz 43. stiha se već najavljuje također. Sie werden noch nicht ausgelegt. Sie werden nicht angewendet. Samo se to još ne primenjuje. Der Fokus liegt auf der Zerteilung. Fokus je na podeli. Und dass die Stärke wird in Vers 42 erklärt. A ta jačina se objašnjava u 42. stihu. Und die Vermengung wird in Vers 43 erklärt. A to mešanje se ili stapanje se objašnjava u 43. stihu. Aber sie erscheinen schon, da hast du vollkommen recht. Ali to se već pojavljuje, to, u tome si upravo. Ja. gut. Was können wir aus dieser Tabelle jetzt schlussfolgern? Šta možemo sada zaključiti iz ove tabele? Erstens, prvo, zwischen Vers 41 und 42 wechselt die Beschreibung von den Füßen zu den Zehen. Od 41. stiha na 42. Se menja opis sa stopala na prste. Das heißt, wir haben hier eine Sukzession, eine Abfolge, zeitliche Abfolge. Znači imamo jednu vremensku sukcesiju ili protok vremena. Zweitens, nicht die Körperteile, sondern die Materialien symbolisieren die Reiche. Drugo, to nisu delovi tela, već materijali koji predstavljaju carstva. Drittens, die jeweilige Beschreibung bezieht sich nicht auf die Körperteile, sondern auf die Materialien. Treće, taj opis se ne odnosi na delove tela, nego se odnosi na materijale. Viertens, es geht hier nicht in erster Linie um Europa und die Heiratspolitik der europäischen Könige, sondern um die Beziehung von Kirche und Staat.
Ovde se ne radi na prvom mestu o Evropi i politici međusobnog venčavanja između careva, nego o odnosu između crkve i države. In Daniel 7, da haben wir die europäischen Mächte. U Danilu 7 imamo evropske sile. Aber das ist interessant, da kommt zuerst Rom, dann kommen die 10 europäischen Mächte und dann kommt das kleine Horn. Ali tu je zanimljivo, tu imamo prvo Rim, pa onda 10 evropskih sila, pa tek onda dolazi Rim. Hier sind aber die 10 am Ende. Ali ovde su je 10 prstiju na kraju. Und der Übergang zwischen Rom und dem Papst im Mittelalter wäre dann das Fußgelenk. A prelaz u ovoj slici sa Rima na srednjovekovno papstvo bi bio već ovaj članak na nosi. Und die 10 sind also nicht beim Übergang am Fußgelenk, sondern am Ende. A znači 10 prstiju nisu na prelasku, nego su na samom kraju ovog perioda. Deswegen kann man die 10 hier nicht auslegen. Zato ne bismo tako mogli da tumačimo ovih 10 prstiju. Geht um Eisen und Ton. Nego tu se radi o željezu i glini. Wir haben ja 4 Zeitepochen. Imamo tu 4 vremenske epohe. In diesen 4 Versen beschrieben. U ova 4 stiha opisane. Vers 41, es ist zerteilt. 41. stih, podeljeni su. Nämlich zerteilt in Eisen und Ton, Kirche und Staat. Podeljeni na znači gvožđe i glinu, dakle crkvu i državu. Sprechen wir da über eine bestimmte Kirche oder das Volk Gottes oder warum? Ja, gute Frage. Dobro pitanje. Es geht um die religiöse Macht, die in diesem Moment hier die Macht hatte. Radi se o religijskoj sili koja je u to vreme imala moć. Nämlich die Zeit 538 bis 1798. Vreme od 538 do 1798. Und da war es so, dass dass die Kirche, katolische Kirche und der Staat um die Macht gekämpft haben. I tu su crkva i država se borili za moć. Und das war damals war die katholische Kirche noch Gottes Kirche, Gottes Gemeinde. U to vreme katolička crkva jeste bila u nekoj meri Božja crkva. Mal war die Kirche stärker, mal war der Staat stärker. Nekada je crkva bila jača, a nekada je država bila jača. Wer war meistens stärker? Ko je uglavnom bio jači? Kirche. Die Kirche, ganz richtig. Crkva, ja. Tako je. Im Mittelalter haben die Päpste, die Kaiser und die Könige eingesetzt und abgesetzt. U srednjem veku su pape postavljali i skidale careve. 1077, der Gang nach Canossa. Ja. 1077. Odlazak u Canossu. Das sind alles so Beispiele, dass die Kirche meistens oben drüber war. To su primjeri gde se vidi da je crkva bila iznad. Da steht auch im Text drin. I to piše u tekstu. Vers 41 sagt, es wird nur ein bisschen Eisen darin sein, etwas Eisen. Ja, tekst kaže, bit će nešto gvožđa. Das heißt, der Ton, die Kirche, ist vorherrschend. Što znači da glina, odnosno crkva, dominira. Vers 42 jetzt. 42. stih. Da kommen wir jetzt von den Füßen zu den Zehen. Dolazimo sa stopala na prste. Da steht, Eisen ist stark und der Ton wird schwach. Gvožđe je jako, a glina je slaba. Und Eisen ist der Staat, der stark wird, und die Kirche, der Ton wird schwach. Dakle, željezo je država jaka, a glina je crkva koja je slaba. Wann ist die Kirche schwach geworden? Kada je crkva postala slaba? 1798. Wo der Papst gefangen genommen worden ist und die Kirche ihre politische Macht verloren hat. Kada je papa odveden u ropstvo, a crkva izgubila svoju političku moć. Das heißt, hier haben wir die Epoche, wo die Endzeit beginnt und die Kirche schwach wird. Ovdje imamo epohu gde znači crkva postaje slaba. Vers 43. Poslednje vreme. 43. stih. Sie vermischen sich. Oni se mešaju. Und zwar hier gibt es jetzt um Bündnisse zwischen Eisen und Ton, Kirche und Staat mit dem Ziel der Weltherrschaft. Dakle, ovdje se radi o savezima koje sklapaju crkva i država
sa ciljem da vladaju svetom. Denn in Daniel 2 geht es generell um die Weltherrschaft. Jer u Danilu u drugoj glavi se radi o onome ko upravlja vlada svetom. Alle Mächte, die vorher beschrieben waren, waren Weltmächte. Sve sile koje su pre toga opisane su bile svetske sile. Frage, werden sie das schaffen, diese Vermischung und diese Weltherrschaft aufzurichten? Pitanje, da li će oni da uspeju da to ostvare? Ja oder nein? Da ili ne? Doch. Einige sagen ja, einige sagen nein. Neki kažu da, neki ne. Gucken wir in den Text rein. Ajde, pogledamo tekst. Hier steht, Vers 43, aber sie werden sich durch Heiraten, durch Bündnisse miteinander vermischen. Tekst kaže, a što si... Vers 43 in der Mitte, ja? Sie werden sich durch Bündnisse miteinander vermischen. To će se oni pomešati semenom čovečim ili kroz saveze. Genau. Bis dahin erstmal. Das heißt, sie werden sich zusammenkleben durch Bündnisse. Oni će se savezima stopiti. Das heißt, es wird geschehen. Dakle, desit će se. Sie werden Erfolg haben damit. Imaće uspeha u tome. Sie werden ein Bündnis zwischen Kirche und Staat haben, um die Weltherrschaft aufzurichten. Imaće jedan savez između crkve i države da bi ostvarili svetsku dominaciju. Aber? Ali? Es wird nicht halten. Neće to da potraje. Denn steht, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten. Jer kaže, neće se... neće prionuti jedan za drugoga. Das heißt, sie werden es schaffen, aber es wird wieder zerfallen. Znači, uspeći, ali će se raspasti. Das bedeutet, dass sie eine religiös-politische Weltregierung aufrichten werden, aber es wird nicht auf Dauer sein. Što znači da će jednu religijsko-političku svetsku vladu da uspostave, ali to neće biti trajno. Wenn immer in der Welt jemand die Weltherrschaft haben wollte, war es durch Eroberung. Kada god su ranije u istoriji hteli da ostvare neki takav cilj, da vladaju svetom, to su radili kroz osvajanja. Aber hier steht, dass zum ersten Mal man durch Bündnisse eine Weltherrschaft aufrichtet. Ali ovde kažu da jednu svetsku dominaciju žele da ostvare kroz saveze koje će da sklapi. Und das ist in der heutigen Zeit. Heute versucht man durch Bündnisse eine Weltregierung aufzurichten. I to je danas. Danas se pokušava kroz razne saveze sklopiti jedna svetska vlada. Ich habe hier ein Zitat von dem Malachi Martin. Evo jednog citata od Malachi Martina. Von 1990, schon eine ganze Weile her. Iz 1990. Već ima dosta godina. Er wurde im kanadischen Rundfunk interviewt. Njega su na kanadskom radiju intervjuisali. Malachi Martin war ein Mitarbeiter von drei Päpsten. A Malachi Martin je bio saradnik trojice papa. Und der Interviewer fragt ihn. I ovaj koji ga intervjuisao ga je pitao. Und nun sagen Sie, dass der Papst noch einer Weltregierung strebt in der Art, wie es sie noch nie gegeben hat. I sad kažete da papa nastoji da postigne svetsku vladu takve vrste kakva još nije postojala. Seine Antwort? Njegov odgovor? Zuerst sollten wir eine Korrektur vornehmen mit dem, was wir sagen. Prvo treba da ispravimo ono što govorimo. Er sucht nämlich nicht danach, sondern er sagt, dass eine Weltregierung kommen wird, ob wir bereit sind oder nicht. On to ne pokušava, on kaže da će jedna svetska vlada doći, bez obzira da li smo mi spremni na to ili ne. Das ist der Weg, den die Wirtschaft in der Welt nimmt. To je put kojim ide privreda u svetu. Und das ist die Richtung, in die Übereinkunft unter den Nationen geht. I to je pravac u kojem će se ujediniti nacije. Und deshalb sagt er, beabsichtigt er, Mittelpunkt der Staatsverbindung und der neuen Strukturen zu sein, die aufgestellt werden. I zbog toga on kaže da on planira da on planira da bude u centru povezivanja država i novih struktura. Man wird ein überwachendes Organ haben müssen, das in der Tat einer Regierung entsprechen wird. Morat će se imati jedan organ koji će da to nadgleda, koji će zaista odgovarati jednoj vrsti vlade. Es wird eine religiös-politische, nicht eine national-politische Regierung sein. To će biti jedna religijsko-politička, a ne nacionalno-politička vlada. Und ich, der Papst, werde mit dem Moralgesetz und der religiösen Wahrheit da sein. I ja, misli, govori ime pape, ću biti sa moralnim zakonom i religioznom istinom. Die ich als Stellvertreter Christi bei den Menschen zu vertreten habe.
koju treba kod ljudi da zastupam kao predstavnik Hristov. Die Frage, wie sieht es mit dem Papst in all diesen Dingen aus? Sieht sich selbst als eine Art Moralminister? Pitanje je kako to izgleda kod pape s ovim stvarima. Da li on sebe vidi kao jednu vrstu ministra morala? Antwort, er sieht sich jetzt selbst als das führende Licht der Moralität und der religiösen Wahrheit der Menschheit. Odgovor, on sam sebe posmatra kao vodeću svetlost morala i religiozne istine čovečanstva. Die mit einer Weltwirtschaftsordnung konfrontiert ist. Koja je u konfrontaciji sa poretkom svetske privrede. Das wird eine Weltregierung sein, aber nicht nach einer nationalistischen Art. To će biti jedna svetska vlada, ali ne nacionalne prirode. Das ist eine neue Form, die wir bis jetzt noch nicht kennen. To je jedan novi oblik kakav do sada ne poznajemo. Er will daran ein Minister der Religion sein. On će tu biti jedan ministar religije. Doch er beabsichtigt mehr als das zu sein. Sein Wunsch ist es, eine Art Patriarch zu sein. Ali on namerava da bude i više nego to, njegova želja je da bude jedna vrsta patrijarha. Und glaubt der Papst, dass er für diesen Tag bestimmt war? Da li veruje Papa da je on određen za taj dan? Ja, er glaubt, dass er der dazu bestimmte Papst ist, der der Welt diese Weltwirtschaftsordnung und Weltregierung der neuen Art eine religiös-politische Regierung bringen wird. Da, on veruje da je on zato određeni Papa da koji će svetu ovaj privredni svetski poredak i svetsku vladu nove vrste da donese kao jednu religiozno-političku vladu. Glauben Sie, dass wir es alles ohne einen weiteren Krieg erreichen werden? Verujete li da se sve to može postići bez jednog dodatnog rata? Ich glaube schon, dass wir es ohne einen dritten Weltkrieg, einen Atomkrieg erreichen werden. Pa verujem da ćemo to da postignemo bez trećeg svetskog rata, atomskog rata. Aber das Blut fließen wird, glaube ich schon. Ali da će krv poteći, to verujem. Dass es örtlich Krieg geben wird, wie zum Beispiel am Golf, und dass Nationen ausgerottet werden. Da će biti mestimičnih ratova, kao recimo Zalivski rat, i da će se neke nacije iskoreniti. Johannes Paul II. Glaubt, dass die Veränderungen in der Geschichte der Menschheit von Gott ausgehen im Namen der Mutter Gottes Maria. Jovan Pavle II. Veruje da promjena u istoriji čovečanstva će od Boga da krene u ime Majke Božje Marije. Und er glaubt, dass jetzt die Zeit für diese Veränderungen ist, bis zum Ende dieses Jahrtausends. I on veruje da je sada vreme za to do kraja ovog milenijuma. Glauben Sie, dass die wichtigen Politiker ihn als einen Staatsmann mit Macht und Einfluss ernst nehmen? Da li verujete da važni političari njega kao državnika sa silom i uticajem uzimaju za ozbiljno? Ja, sie nehmen ihn ernst. Da, oni ga uzimaju za ozbiljno. Er hat mit ihnen gesprochen und eine Übereinkunft in den wichtigen moralischen Punkten festgestellt. On je sa njima razgovarao i složio se u tačkama, važnim moralnim tačkama. Der größte Teil seiner Arbeit geschieht im Geheimen und er hat einen sehr großen Einfluss. Najveći deo njegovog posla se odvija u tajnosti i on ima jedan veoma veliki uticaj. Interessant, was der Mann hier sagt. Zanimljivo šta ovaj čovjek kaže. Bis zum Jahr 2000 wollten sie diese Weltregierung aufgestellt haben. Do 2000. godine su planirali da uspostave ovakvu jednu vladu. Und zwar hat es das Interview im Jahr 1990 gemacht. Da war gerade im Jahr 1990 war das Interview und da war gerade die Zeit, wo die ganze Welt sich verändert hat. Intervju je bio 1990. To je bilo vreme kada se celi svet menjao. Und sie hatten damals vor, diese Veränderungen in der Welt durch den Kommunismus, durch den Wegfall von Kommunismus zu nutzen, um dann eine neue Weltordnung aufzurichten. I znate da se tada raspao komunizam, a oni su planirali da to sve vode ka jednom novom svjetskom poretku. Und er sagt hier, was sie vorhaben, wie das aussehen soll. I on kaže ovde šta su oni planirali i kako bi to trebalo da izgleda. Es ist nicht gekommen. Nije se desilo. Weil Gott seine Hand drüber gehalten hat. Jer je Bog držao svoju ruku u svemu tome. Nicht die Menschen bestimmen den Zeitpunkt, wann es geschieht, sondern Gott bestimmt es. Ne određuju ljudi vremenski trenutak kad se nešto dešava, nego Bog to određuje. Wenn Gott sagt, es ist die Zeit da, dann lässt er die Menschen machen und dann kommen die letzten Dinge. Kada Bog kaže sada je vreme, onda će on dopustiti da ljudi obave svoje poslove koje planiraju. Dieser Malachi Martin war Jesuit von 39 bis 64. Malachi Martin je bio jezuit od 1939. do 1964. Der Berater von mehreren Päpsten. Savetnik više papa. Er verstarb am 27.07.1999 unter mysteriösen Umständen. Umro je 27.07.1999. pod misterioznim okolnostima.
Einige meinen, er wäre gestorben worden, also wurde umgebracht. Neki misle da je u stvari on bio ubijen. Und als er starb, war er gerade dabei, ein Buch zu schreiben mit dem Titel, wie die römisch-katholische Kirche ein Teil der neuen Weltordnung werden wird. A kada je umro, upravo je pisao knjigu sa naslovom kako će rimokatolička crkva biti jedan deo novog svjetskog poretka. Ja, das heißt, diese Welt ist dabei, diese religiös-politische Weltregierung vorzubereiten. Dakle, ova religiozno-politička svjetska vlada se priprema. Ja. Hier haben wir auch noch eine Enzyklika vom Papst Benedikt XVI. Vom 7.7.2009, Caritas in Veritate. Ovdje imamo jednu papsku encikliku Caritas in Veritate od 2009. godine. Da heißt es, od Benedikta 16. Die Weltwirtschaft zu steuern, die von der Krise betroffenen Wirtschaften zu sanieren, eine Verschlimmerung der Krise und sich daraus ergebende Ungleichgewichten vorzubeugen, ist eine echte politische Weltautorität dringend nötig. On kaže, da bismo svjetsku privredu mogli da usmjeravamo, koja je, i da bismo kroz krizu pogođenu privredu sanirali i da bismo sprečili pogoršanje krize i ne izbalansiranost koja bi iz toga proistekla, potrebna je hitno jedan politički svjetski autoritet. Diese Autorität muss von allen anerkannt sein, über wirksame Macht verfügen, um für jeden Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten. Ovaj autoritet mora sviju da bude prepoznat, mora da ima delotvornu moć i mora da obezbedi za svakoga sigurnost i očuvanje pravednosti ili pravde i očuvanje prava. Das deutsche Nachrichtenmagazin Spiegel Online sagt dazu, kurzum, es geht nichts anderes als eine Weltregierung pro bonum contra malum, für das Gute gegen das Schlechte. I poznati nemački časopis Spiegel te godine je rekao, ukratko, ovdje se ne radi o ničem manjem od jedne svjetske vlade, pro bonum contra malum, znači za dobro nasuprot zlom, zlu. Das heißt, man ist dabei, durch Bündnisse zwischen den Staaten und zwischen den Staaten und der Religionen eine Weltherrschaft, eine Weltregierung aufzurichten. Dakle, radi se na tome da se sklope ti savezi između svjetskih vlada i religijske sile. Das heißt, Vers 43 tut sich vor unseren Augen erfüllen. Drugim rečima, 43. stih se ispunjava pred našim očima. Jetzt kommen wir zu Vers 44. A sad idemo u 44. stih. Lesen wir das nochmal. Pročitajmo to još jedan puta. Da wird jetzt interessant und wichtig. Sada postaje zanimljivo i važno. Luther übersetzt hier, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmer mehr zerstört wird. I Lutherov prevod kaže, a u vreme tih careva, Bog će nebeski podignuti carstvo koje se do veka neće rasuti. Aber im Grundtext steht hier, in den Tagen dieser Könige wird Gott sein Reich aufrichten. Dakle, u originalnom tekstu piše, a u dane ovih careva će Bog uspostaviti svoje carstvo. Und diese Aufrichtung von Gottes Reich bedeutet, dass Jesus wiederkommt. Uspostavljanje Hristovog carstva ili Božeg carstva znači da će se Hristos vratiti. Das heißt, hier wird Jesu Wiederkunft zeitlich bestimmt. Dakle, ovde se određuje vremenski Isusov dolazak. Nicht Tag und Stunde. Ne dan i čas. Aber in der Generation, zu den Lebzeiten dieser Könige, wird Jesus kommen. Ali u toj generaciji, za vreme tih careva. Das heißt, spätestens wenn diese religiös-politische Weltregierung hier angebrochen ist, ist die letzte Generation angebrochen. Dakle, najkasnije kada se ova religijsko-politička svjetska vlada uspostavi, tada počinje posljednja generacija. Und da wir sehen können, dass das schon bereits auf dem Weg ist, glaube ich, dass das nicht mehr lange dauert. A pošto mi vidimo da se na tome već radi, ja verujem da to neće dugo da traje. Das zweite, das Fluchtzeichen. Drugo, znak za bežanje. Matthäus 24, 15 bis 18. Matej 24, 15 do 18. Das hatten wir schon mal gelesen, Bezug auf die Zerstörung Jerusalems. Jetzt lesen wir es Bezug auf die Endzeit. To smo već čitali u odnosu na razorenje Jerusalima, a sad čitamo u odnosu na posljednje vreme. Kad dakle ugledate mrzlost opušćenja o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetom, koji čita da razume, tada koji budu u Judeji, neka beže u gore i koji budu na krovu, da ne silazi
uzeti što mu je u kući i koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje. Das Gräuel der Verwüstung ist das Zeichen zur Flucht für die Endzeit. Mrzlost opuštenja je znak za bežanje za poslednju generaciju. Was ist das Gräuel, das Verwüstung anrichtet? A šta je ta mrzlost koja dovodi do opuštenja? Das wird in Offenbarung 13 beschrieben. To se opisuje u Otkrivenju 13. Da haben wir ein Bild, das aufgerichtet wird und Verwüstung anrichtet. Tu imamo jednu ikonu ili sliku koja dovodi do opustošenja. Wir lesen Offenbarung 13, Vers 14 bis 17. Čitamo Otkrivenje 13, 14 do 17. Vers 14 können wir ab dem zweiten Teil lesen. Drugi deo 14. stiha kaže, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri koja ima da ranu smrtnu i osta živa, i bio je dano da dadne duh ikoni zverinoj, da progovori ikona zverina i da učine se pobiju koji se god ne poklone ikoni zverinoj. I učini sve male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovim. Dieses Gräuel der Verwüstung, dieses Bild des Tieres, hat drei Merkmale. Ova slika ili ikona zveri ima tri obeležja. Erstens, es wird angebetet. Prvo, obožavaju ju. Das heißt, es ist eine religiöse Macht. Znači da je to religijska moć. Zweitens, es kann Gesetze erlassen, dass man nicht mehr kaufen und verkaufen kann. Drugo, može da napravi zakone, da se recimo ne može kupiti ni prodati, znači ima. A wer kann Gesetze erlassen? Ko može da izda zakone? Nur der Staat, eine politische Macht. Samo država, politička moć. Und drittens, es hat weltweite Macht. I treće, ima moć po celom svetu. Das heißt, hier steht, dass sie allesamt, die kleinen, großen, reichen, armen und so weiter. Svi, i mali, veliki, slobodnjaci, robovi. Das heißt, es ist eine religiöse Macht, eine politische Macht und eine weltweite Macht. Dakle, to je religijska moć, politička moć i jedna svetska moć. Das ist also eine Art religiös-politische Weltregierung. Ili sila. To je jedna vrsta religijsko-političke svetske vlade. Also das gleiche, wie wir in Daniel 2 gesehen haben, Eisen, Ton und die Weltmacht. To je slično kao što smo videli u Danilu 2, dakle željezo, glina i svetska moć. Und dieses Gräuel ist die religiös-politische Weltregierung. Tako da ova mrzlost opuštenja bi bila jedna religijsko-politička svetska vlada. Und die wird dann den Menschen das Mahlzeichen des Tieres aufzwingen. A ona će onda da prisili ljude da prime žig zveri. Und dieses Mahlzeichen des Tieres ist das Sonntagsgesetz. A žig zveri je u stvari nedeljni zakon. Und in dem Moment wird Verwüstung unter Gottes Volk angerichtet. I u tom trenutku opustošenje ili opustošenje Božeg naroda se dešava. Jesus sagt, wenn das Gräuel Verwüstung anrichtet, das ist das Zeichen zur Flucht. I Isus kaže, kada se desi ta mrzlost opuštenja, to je znak da se beži. Das heißt, das Sonntaggesetz ist das Fluchtzeichen für uns. Drugim rečima, nedeljni zakon je znak za bežanje za nas. Die Frage, wohin sollen wir fliehen, aber das ist nicht unser Thema heute. Postavlja se pitanje kuda da bežimo, ali to sad nije današnja tema. Da sagt Ellen White einiges darüber, aber das können wir andermal besprechen. Ellen White dosta o tome govori, ali to možemo neki drugi puta da prokomentarišemo. Wir haben also gesehen, dass Gott auch vor seiner Wiederkunft die letzte Generation ankündigt und ein Fluchtzeichen gibt. Tako da možemo da vidimo da se najavljuje poslednja generacija i da se daje znak za bežanje. Gucken wir uns Tag und Stunde an. Da pogledamo dan i čas. Matthäus 24, Vers 36. Matej 24, 36. A o danu tome i o času niko ne zna ni anđeli nebeski do Otac moj sam. Hier steht, dass niemand Tag und Stunde weiß. Ovde piše da niko ne zna dan ni čas. Die Engel nicht und der Sohn auch nicht. Ni anđeli, ni sin. Nur der Vater. Samo Otac. Frage, weiß Jesus heute, wann er wiederkommt? Pitanje, da li Isus danas zna kada će da dođe? Doch. Ja, natürlich weiß er es. Naravno da zna. Denn seine Himmelfahrt ist ja wieder allwissend. Na nebu gore, on je sveznajući. Auf der Erde war er nicht allwissend. Na zemlji nije koristio svoje sve znanje. Das heißt, der Text sagt nicht, dass es niemals jemand wissen wird, wann Jesus wiederkommt. Tako da, dakle, tekst ne kaže da niko nikad neće znati kada će da doći. Denn wenn Jesus gekommen ist, spätestens dann wissen wir, wann er kommt oder gekommen ist. Na kraju svih krajeva, kad Isus dođe, najkasnije tada ćemo znati da je došao. Der Text sagt, jetzt weiß niemand Tag und Stunde. Tekst kaže, sada niko ne zna dan i čas. Offenbarung 3, Vers 3. Otkrivenje 3, 3.
Opomeni se dakle kako si primio i kako si čuo i drži i pokaj se, ako li ne ustražiš, doći ću na tebe kao lupež i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe. Jesus sagt, wenn du nicht wachst, wirst du nicht wissen, in welcher Stunde ich komme. Isus kaže, ako ne ustražiš, nećeš znati u koji čas ću doći na tebe. Das heißt, wenn du wachst, wirst du die Stunde wissen, wann ich komme. Što znači, ako budeš stražio, budeš budan, onda ćeš znati kada ću da dođe. Gilt das Bild vom Dieb in der Nacht auch für die Gläubigen? Da li slika o lupežu po noći važi i za verne? Kommt Jesus auch für die Gläubigen wie ein Dieb in der Nacht? Da li Isus i za verne dolazi kao lopov u noći? Nein. Ne. Kommt nur für die Ungläubigen wie ein Dieb in der Nacht. Samo za neverne dolazi kao lupež u noći. Denn der Dieb kommt ja zum Schaden für die, wo er einbricht. Jer lopov dolazi na štetu onih kod kojih upada. Und Jesus kommt nur zum Schaden für die Ungläubigen wieder. A Isus dolazi na štetu samo nevernih. Und hier sagt, heißt es, wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb. Ovde kaže, ako ne budeš stražio, doći ću kao lupež. Wenn wir wachen, kommt er nicht wie ein Dieb für uns. Ako smo budni, neće doći kao lupež. Wenn wir wachen, werden wir die Stunde wissen, wann er kommt. Ako smo budni, znaćemo čas. Woher werden wir das wissen? A odakle ćemo to znati? Großer Kampf, Seite 640. Velika borba, strana 640. Die Stimme Gottes schallt vom Himmel und verkündigt den Tag und die Stunde der Wiederkunft Christi und spricht seinem Volk den ewigen Bund zu. Glas Boži se čuje sa neba i objavljuje dan i čas povratka Hristovog i govori njegovom narodu, potvrđuje njegovom narodu večni zavet. Wenn man sich diese Seite, dieses Zitat anschaut, dann sieht man, das steht im Kontext einige Tage vor der Wiederkunft. I kada se pogleda kontekst ovog citata, vidimo da je taj dan i čas objavljen nekoliko dana pre samog Hristovog dolaska. Warum sagt Gott uns das? Zašto nam to Bog kaže? Nicht um uns Angst zu machen. Ne da bi nas uplašio. Sondern damit wir wissen, was kommt. Nego da bismo znali šta dolazi. Und damit wir uns vorbereiten können. I da bismo se mogli pripremiti. Denn Gott möchte sein Volk nicht einfach so in die letzte Krise hineinsplittern lassen. Er möchte, dass wir vorbereitet sind auf das, was kommt. Jer Bog ne želi da samo tako upadnemo u poslednju krizu, nego želi da se pripremimo za nju. So das zeigt uns Gott auch für die Wiederkunft, die letzte Generation. Tako nam Bog pokazuje i za povratak i za poslednju generaciju. Er gibt uns ein Fluchtzeichen. Daje nam, znači ukazuje nam poslednju generaciju, daje nam znak za bežanje. Und einige Tage vor der Wiederkunft wird er Tag und Stunde sogar verkündigen. I nekoliko dana pre svog povratka on će nam čak objaviti i dan i čas. Interessanterweise, wenn man nochmal zu Matthäus 24 zurückgeht. Zanimljivo je kada se vratimo u Matej 24. Da heißt es von dem Tag, aber von der Stunde weiß niemand. Tamo piše o danu i o času niko ne zna. Und man kann im Griechischen, wenn da steht, nicht wissen, auch übersetzen mit nicht bekannt geben. A na grčkom, kada pogledamo šta piše, to niko ne zna, može da se prevede i kao nikome nije objavljeno. Denn damals war es so, die Dinge, die man nicht bekannt gegeben hat, hat niemand gewusst. Jer tada je bilo tako, ono što ne objavite, niko ne zna. Und dann heißt es hier, Tag und Stunde aber gibt niemand bekannt. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Onda bi to značilo, kada bismo to tako preveli, 24, vers 36. 36. stih. A dan taj i čas taj niko ne objavljuje, ni anđeli nebeski, nego otac sam. Das heißt, denn heißt sogar, dass der Text aussagt, dass der Vater Tag und Stunde sagen wird. Onda bi čak i prema tom tekstu značilo da će otac da objavi kad on odluči dan i čas. Der Vater sagt es und nicht der Sohn oder die Engel. To će da kaže otac, a ne sin ili anđeli. Bilder vom Reiche Gottes, 359. Još jedan citat od sestra White iz knjige Hristo očelene pouke. Wir können unmöglich bereit sein für die Ankunft des Herrn, wenn wir erst aufgeweckt durch den Ruf, siehe der Bräutigam kommt, unsere leeren Lampen ergreifen, um sie füllen zu lassen. Nemoguće je da se pripremimo za dolazak gospodnji ako se budimo tek na povik, gle, dolazi ženik. A i onda tek uzmemo naše prazne svetiljke, da ih tek tada ispunimo. Die Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft ist heute. Priprema za Hristov dolazak je danas. Wenn die letzten Ereignisse losgehen,
dann ist es zu spät, sich vorzubereiten. Kada poslednji događaji tek počnu, tada je kasno, se tada pripremamo. Deswegen, die Jungfrauen mussten vorher das Öl mitgenommen haben. Das heißt, wir müssen jetzt den Heiligen Geist haben, der unseren Charakter verändert. One mudre su morale unapred da se pripreme zalihe ulja, znači mi moramo da sad već svoj karakter spremamo za Hristov dolazak. Wir haben jetzt die Zeit der Erweckung, wo Gott uns aufruft, ernst zu machen mit ihm. Mi sada imamo vreme probuđenja gde nas Bog poziva da se probudimo i da budemo ozbiljni u odnosu sa njim. Jesus liebt dich. Isus te voli. Er möchte dir helfen, eine kluge Jungfrau zu sein. Želi ti pomoći da budeš ona mudra devica. Du darfst dich ihm ganz anvertrauen. Možeš potpuno da mu se predaš. Und ihn bitten, dass er dich verändert in sein Ebenbild. I da ga zamoliš da te on promeni u svoje obličje. Dass wir vorbereitet sind, wenn er kommt. Da bismo bili spremni kada on dođe. Lasst uns beten.